Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde von Frag GC, also Frag Gamers Check bzw. Gamers Check GP, weil ich habe ja zwei Kanäle. Und um was geht's hier? Es geht darum, ihr dürft mir Fragen stellen bzw. ihr habt mir ja Fragen gestellt um Konsolen bzw. um Xbox und PlayStation oder aber auch Fragen an mich selber. Und ich werde sie jeden Freitag, soweit es mir möglich ist, beantworten. Und wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Die war von Hammer Talking Entertainment. Er hat gefragt, ob er sich denn für die PS4 eine HDD oder eine SSHD kaufen soll als Erweiterung. Er will seine PlayStation erweitern mit mehr Gigabyte bzw. mehr Terabyte und hat mich dann dementsprechend gefragt, welche Festplatte ich denn empfehlen kann. Nun, lieber Hammer Talking Entertainment, ich kann dir nur empfehlen, die ich mir damals geholt habe. Und zwar ist das die Samsung SpinPoint M9T mit 2 Terabyte. Die ist extra bezeichnet für PS4, das ist Absicht von Samsung. Und ich kann nur sagen, ich habe keine Probleme damit, wenn jetzt einer fragen sollte, was ist denn an der so besonders? Es ist eine Festplatte, mein Gott. Ja, was ihr beachten müsst, wenn ihr euch eine neue Platte holt für die PS4, dass die Bauhöhe passt. Die darf nämlich nicht die 9,5 mm überschreiten. Alles was höher ist, passt da nicht rein. Aber im Normalfall ist eine 2,5 Terabyte oder generell die 2,5 Zoll Festplatten haben eine Bauhöhe im Normalfall von 2,5 mm Bauhöhe. Das nur mal so am Rande erwähnt. Und was du beachten solltest, wenn du dir diese Festplatte holst, beim Einbau ist es nicht so schwer. Es könnte ein bisschen problematisch werden mit dem Käfig. Ich komme jetzt auf den Namen nicht, wo die Platte im Prinzip drin ist. Da kann sein, dass die Schrauben ein bisschen extrem fest sind. Da musst du mal gucken. Also es funktioniert. Mach's nicht zu doll, sonst sind die Schrauben im Arsch und du kriegst sie gar nicht mehr raus. Deshalb pass auf. Wenn es gar nicht funktioniert, nimm eine Zange. Es funktioniert. Glaub mir, ich hab's auch gemacht. Und was du auf jeden Fall brauchst, ist die aktuelle Firmware. Nicht das Update, nicht verwechseln. Es gibt zwei verschiedene. Es steht auf beiden Seiten steht PS4 Update. Aber das eine ist wirklich nur das Update, also wo du deine normale Firmware nur updatest. Und das eine ist die komplette Firmware. Und du brauchst die komplette Firmware. Und natürlich ein externes Speichermedium, sei es eine externe Festplatte oder ein USB-Stick. In FAT32 Format, ganz wichtig, nur FAT32 wird unterstützt, alles andere wird leider nicht unterstützt, weil NTFS hieß das, glaube ich, ist von Microsoft, und daher wird das nicht unterstützt. Und ja, da gibt's etliche FAT32 Formatierungsprogramme. Im normalen Fall ist aber eine Festplatte oder ein USB-Stick, den du dir neu kaufst, im FAT32 Format formatiert. Im Normalfall. Nicht immer, wirst du gucken, einfach mal in die leere Platte oder Stick reingehen, Rechtsklick, Eigenschaften, und dann sieht er dann das Format. Und da muss dann die Firmware drauf. In der Ordnerstruktur ist es ganz wichtig, groß geschrieben, PS4 Ordner. In diesem PS4-Ordner muss dann noch ein Ordner rein, der sich dann Update schimpft. Alles groß geschrieben. Und in diesen Update-Ordner muss dann diese Update-Datei mit der UBP-Endung, glaube ich, hat die. Aber ich werd links jedenfalls alles hier unten reinklatschen, dass ihr wisst, wie alles funktioniert. Und dann müsst ihr, wenn ihr eure Platte, also eure Speicherstände und so weiter alles sichern wollt, dann geht ihr am besten, das heißt am besten, ihr geht dann in die Einstellung. So, unter System und dort hier auf Sichern und Wiederherstellen. Da braucht ihr eine ziemlich große Platte, das nur mal vorneweg, um eure Spielstände
Oder um komplettes Backup zu machen, braucht ihr ein wirklich sehr großes. Aber um nur die Spielstände zu sichern zum Beispiel, da braucht ihr natürlich nicht so viel. Aber wenn ihr alles sichern wollt, braucht ihr sehr viel. Dann geht ihr hier auf Sichern und Wiederherstellen. Und dann dementsprechend hier meinetwegen PS4 sichern. Und dann dauert das eine Weile, weil der erstmal gucken muss, ist denn eine Platte angeschlossen. Und die muss auch im FAT32 Format natürlich formatiert sein. Und wenn er dann was gefunden hat, dann... ja, gefunden hat er was, aber der braucht ein bisschen. Ich habe hier eine 3 Terabyte Platte angeschlossen, deshalb dauert das, bis er da was gefunden hat. Dann zeigt er euch hier bei Aufnahmen an so und so viel Gigabyte, gespeicherte Daten so und so viel Gigabyte, Einstellungen so und so viel Gigabyte, also was das alles frisst. Dann könnt ihr hier den Haken dran machen oder abmachen. Anwendungen, ob die Anwendungen mit kopiert werden sollen. Und ja. Und dann sieht er den freien Speicher, dann geht ihr auch weiter und dann macht er fertig. Das kann etliche Stunden dauern, wenn ihr ein komplettes Backup macht. Also mein komplettes Backup von meiner 500 GB Platte hat 6 Stunden gedauert. Ich glaube 6 oder 8 Stunden waren es. Und zum Wiederherstellen hat es 3 Stunden gedauert. Das ist dann im Prinzip dasselbe in grün, dann geht ihr hier auf Wiederherstellen, wenn ihr da das Backup auf, die Firmware aufgespielt habt und so weiter, geht ihr auf Wiederherstellen. Natürlich findet ihr es hier nicht. Ne? Und dann habt ihr da die Option, welches ihr wiederherstellen wollt und was ihr wiederherstellen wollt vor allem. Und ja, und dann könnt ihr den ganzen Käse natürlich auch noch löschen, natürlich habe ich nichts und ja. Und wenn ihr die Firmware auf eurem Stick habt und die Festplatte ausgetauscht habt, dann schließt ihr die Platte an oder den USB-Stick, macht die Blazer an und dann müsste im Normalfall eine Fehlermeldung kommen, dass er sagt, er findet keine Firmware, und dann habt ihr die Option Firmware installieren von USB-Stick. Da klickt er drauf, dann installiert ihr das. Dann kommt ihr ganz normal, wie wenn ihr die Blazer gerade neu habt, dieser Willkommensbildschirm. Dann müsst ihr alles nochmal durchgehen und dann landet ihr halt hier in eurem Home-Menü. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr ausgeholt. Ich hoffe, ich habe alles weitestgehend erklärt. Und die zweite Frage, die fand ich sehr interessant. Die war von der Wodka-Kartoffel. Ja, das ist, glaube ich, mein treuster Zuschauer überhaupt. Der hat nämlich gefragt, was war denn meine erste Videospielkonsole bzw. mein erstes Spiel und wann ich denn angefangen habe. Ich habe keine Ahnung, wann es ungefähr war. Oder ja, ungefähr weiß ich schon, aber ich weiß es eben nicht genau. Ich habe Mitte der 80er habe ich angefangen. Ich bin 83 geboren. Das muss so 88, 89 rum muss das gewesen sein. Da habe ich meine erste Spielerfahrung war mit dem Amiga, nein, mit dem Atari 2600. Das ist eine der ersten Spielkonsolen, die kam Ende der 80er raus. Und das Spiel, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Fragt mich nicht. Jedenfalls war oben so ein Helikopter, unten war eine Insel, die hin und her schwimmte. Und du musstest mit deinem Manny-Kicken da runterhüpfen. Der ist natürlich nur so wupp, gerade runtergehopst. Musstest du auf dieser Plattform da unten landen. Ja, das war halt alles Pixelgrafik, ne? 8-Bit, glaube ich, war das sogar nur. Ja. Ja, das, ja. Dann kam irgendwann The Game Boy, SNES, Master System 2, PlayStation 1 und so weiter und so fort. Und, ja. Das ist doch sehr kurz erklärt. Ich glaube, das ging recht schnell. Ja, das war's dann auch schon. Sehr weit ausgeholt, teilweise, was heißt teilweise, bei dem PS4-Thema. Aber das musste ja, glaube ich, auch sein. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ihr könnt es gerne mit Hashtag machen, meinetwegen. Hashtag Xbox One. Hashtag PS4. Hashtag GC. GC wäre dann Fragen an mich selber. Xbox wäre Xbox. PS4. PS4, ist klar.
Und wenn ihr eine spezielle Hardware-Frage meinetwegen habt, oder eine PSN-Frage zum Beispiel, eine PSN-Frage, Hashtag PSN, Xbox Live-Frage, Hashtag XBL und so weiter. Und ja, dann war's das. Wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich gern über einen Daumen freuen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen möchtet, dann lasst mir doch gerne auf ein Abo da. In diesem Sinne bin ich raus für diese Woche und wir sehen uns nächste Woche bei den nächsten Fragen. In diesem Sinne, tschüss.